Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Unboxing-Spezial, nenne ich das jetzt mal. Ja, und zwar handelt es sich hier um einen CPU-Kühler, und zwar die Gaia ST1283 von der Marke Xigmatec, die ich hier euch einmal zeigen, vorstellen, präsentieren will. Ja, dies ist zu allen Sockel kompatibel, zu AMD und Intel. Zum Beispiel hier zeige ich euch jetzt einfach mal hier AMD für Intel 3, Intel 5, Intel 7. Und ja. Ja, hier nochmal so ein paar Sachen. Ja, ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen. Und zwar für ältere und neuere Sockel 775, Sockel 1156, 1366 und K8 754, 939, 940 und ja, und hier unten halt Sockel AM2, AM2 Plus und AM3. Ja, für verschiedene CPUs, zum Beispiel die ganzen Athlon 64, FX und X2, X3, genau wie Phenom, X3, X4, ja, ja, hier noch einmal, kann man es wirklich erkennen, ja, und hier noch einmal hier, Anti-Vibrations-Wobber, HDT Technology Dual Fan Installed, ja, Headpipe Direct Touch, ja, nochmal. Okay, ich würde sagen, wir unboxen das jetzt mal. Wir gucken rein, was ist alles Schönes dabei. Ja, hier sehen wir auch schon. So. Das mache ich jetzt nochmal so. Ja, eine ganze Menge Bauteile, CPU-Paste, die ich aber nicht empfehlen kann. Das meiste, wenn man da halt dabei ist. Ja. Sieht eigentlich ganz gut aus. Ja. So, ja, dann haben wir ja, Garantieschein und dann ja eine kleine Gebrauchsanweisung, was nicht fehlen darf, wie man den verbaut. Zeige ich euch auch einmal kurz einmal hier. So, ja, so, ja, kommen wir jetzt auch schon zum Hauptteil. So, das ist einmal zur Seite, dann machen wir den einmal wieder zu. So. So, ja, okay, dann hier einmal der mitgelieferte Lüfter. So, schauen wir einmal raus. So. Ja, der Lüfter sieht eigentlich auch ganz gut aus. 120 mm. Ja, mir gefällt er irgendwie. Ja. Das zum Lüfter. So, und jetzt hier der Kühler. Kommen wir auch einmal hier raus. So. Auch einmal zur Seite. Ja, und hier haben wir auch schon das gute Stück. Sieht eigentlich optisch ganz gut aus. Ja. Ist auch ja, auf der Seite auch gezeigt, gut verarbeitet, auch einmal von unten gezeigt. Ja, hier sieht man die Headpipes und ja, ja, ich habe mir den halt gekauft. Ja, scheint ein ganz guter Kühler zu sein. Sieht auch bestimmt ganz gut aus in meinem Gehäuse. Und ja. jetzt weiß ich nicht, wie rum der drauf gehört. Aber ich denke mal, dass er dann so rum drauf kommt. Aber ja. Ich denke, der wird auch gut kühlen. Ja. Wie schon erwähnt,
mir gefällt da optisch alles, sieht gut aus. Ja, ich finde, es ist ein recht guter Kühler. Wer nicht mag, soll sein lassen. Also, ich werde auf jeden Fall ausprobieren und ich denke, ich werde damit zufrieden sein. Und ja. Ja, ich würde sagen, das war's auch schon in diesem Unboxing eines Gaia SD 1283 von Xigmatic. Ja, ich würde mich freuen über eure Kommentare, bewertet mich, abonniert mich, macht den Daumen hoch. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns vielleicht, mal gucken, im nächsten Unboxing. Und ich sage tschüss, adieu und bis zum nächsten Mal. Ciao.